Ich hoffe, dass es ein Vorteil ist. Also immerhin findet bei uns ja einiges statt. Das Medienzentrum ist ja hier. Wir erwarten ja 4000 Journalisten mindestens, vielleicht auch 5. Und dann haben wir natürlich hier noch sehr viele Polizisten als Gäste. Also das hoffen wir zu vermeiden. Und wenn es kein Camp gibt, bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass wir das vermeiden können. Wenn es eins gibt, das letzte Wort hat natürlich dann das Gericht, das ist klar. Die Gipfelgegner haben ja schon angekündigt, dass sie gegen einen etwaigen ablehnenden Bescheid klagen werden. Davon müssen wir ja ausgehen. Und ja, wir versuchen halt hieb- und stichfeste Argumente zu haben, dass unser Verbot hält dann vor Gericht. Aber wissen tun wir das natürlich nicht. Naja, wenn Sie sich dieses Schloss und dieses Hochtal anschauen, dann denke ich, beantwortet sich die Frage von selbst. Es ist eigentlich wie ein Paradies da oben. Sowohl das Hotel wie auch die Umgebung. Es ist also fast irreal schön dort oben. Und die Kanzlerin sucht ja einfach, denke ich, jetzt mal schöne Plätze aus. Das hat sie ja auch an der Ostsee getan. Und jetzt macht es eben genau am anderen Ende der Republik, nämlich in den Alpen. Also wie gesagt, dafür ist die Anspannung auch viel zu groß und einfach auch die Ungewissheit zu groß. Keiner weiß ja letztendlich, was auf uns zukommt. Wir sehen das so, wir wollen natürlich gute Gastgeber sein und spekulieren logischerweise in erster Linie auf die Journalisten und auf die Polizisten, dass die dann vielleicht uns später auch mal als Urlaubsdestination erkennen und uns dann dahingehend besuchen. Außerdem hoffen wir natürlich auf schönes Wetter und schöne Bilder. Und das ist dann einfach die touristische Sicht, das ist das Marketing, das dann da am Schluss hoffentlich übrig bleibt. Und ich denke, so muss man es auch sehen, weil mit dem Gipfel selbst haben wir ja jetzt nichts zu tun. Also die Staatschefs werden hier in Garmisch-Partenkirchen nicht aufschlagen. Also die Polizei wird ja nicht müde zu sagen, es wird alles so weit, wie es geht, normal laufen. Ich nehme jetzt auch mal an, dass das bis Freitag einigermaßen ruhig verlaufen wird. Die Zahl der Polizeikontrollen wird zunehmen, das ist gar keine Frage. Innerörtlich und eben an diesen drei Eingangsmöglichkeiten, wie gerade vorher erwähnt. Damit muss man rechnen, dass man dann einfach auf dem Weg zur Arbeit beispielsweise kontrolliert wird und ein bisschen mehr Zeit dafür einkalkulieren muss. Und was jetzt während dieser 2 Tage passiert, erstens wissen wir das selber noch nicht ganz genau, das wird ja alles, ist ja noch im Fluss. Und zweitens hängt es wohl ganz entscheidend auch vom Wetter ab.